Rolf Pfand ist im Stress, aber in einem durchaus schönen Stress, denn der Kunstschmied bereitet mit seiner Frau seine neue Ausstellung in der Listhaus-Galerie vor. Dabei will er die Zuschauer mit auf eine Reise nehmen. Der Hintergedanke dieser Ausstellung ist, mal einen Bogen zu spannen über das gesamte Schmiedehandwerk und alles, was dazugehört, in Materialien. Dazu kommt hier noch Glas, was ich mache, Glasschmelzen und Kupferarbeiten, Treibarbeiten. Schönes, nützliches, witziges und kritisches. Pfand machte seine Lehre in Leipzig, da man ihn aber nicht künstlerisch wirken lassen wollte, verließ er 1978 die DDR gen Westen. Seitdem arbeitet er als Kunstschmied, Metallbildhauer und Restaurator. Seit 2009 auch wieder verstärkt in Leipzig. Für eine Ausstellung braucht man aber vor allem Geduld und Nerven. Also der Aufbau ist bei uns immer sehr, sehr, sehr aufwendig, weil wir viele kleine Dinge haben. Das muss ja auch dekoriert werden. Meine Frau macht das mit. Das kann ich gar nicht alleine alles schaffen. Und das dauert schon bis zum Sonntag früh. Am Sonntag früh um 11 ist die Eröffnung. Bis Sonntag früh sind wir hier zugange und müssen das alles in Ordnung bringen. Das muss aufgehängt werden, dekoriert werden, gestellt werden. Das muss ja alles richtig positioniert werden, alles. Es kommen ja auch viele Leute und die wollen wir ja nicht enttäuschen. Die Ausstellung Eisen und Glas wird also von der Sonntagmorgensonne begrüßt werden und verspricht für die Besucher, ein ganz besonderes Erlebnis zu werden.